Ich hätte fast gekotzt. Boah, mir war so schwindelig gerade. Boah, Digga. Puh. Ey, kein Spaß, ich bin überhaupt nicht schwindelfrei. Das ist ja richtig schlimm. Was geht ab, liebe Leute? Ich begrüße euch recht herzlich zu dieser neuen Episode Mario Maker 2. Heute werde ich euch mal nur einen Glitch zeigen. Extra ein kleines, knackiges, kurzes, saftiges Video. Den Glitch könnt ihr zu Hause nachbauen. Das ist wirklich ein Glitch, der Mario Maker 2, so wie es auf der Switch läuft, zerstört. Also, ich werde es euch zeigen. Es ist richtig, richtig genial. Meiner Meinung nach der krasseste, visuell heftigste Glitch aus Mario Maker 2. Und ich würde sagen, solltest du noch kein Abonnent sein, abonniere den Kanal. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt rum in dem Video. Tschüss. Los, Skydats! So, hier sind wir. Ich habe die Map Zerstörung genannt und ihr müsst aufpassen. Ich werde euch zeigen, was passiert. Ich gehe mal erstmal in den Baumodus rein und deswegen ist der Titel ist auch gerechtfertigt. Ist kein Clickbait, nicht, ihr mich schon wieder abstempelt hier als Clickbait-Heini. So, ich zeige euch das. Wir gehen rein ins Rohr. Also ich habe eine Map vorgebaut. So, ich werde euch gleich zeigen, wie das alles geht. So, wir gehen rein, liebe Leute, liebe Freunde und gehen hier durch die Tür. Und ich werde mal nur hier den Stick nach oben gedrückt halten. Abgestürzt, abgestürzt, abgeschmiert. Die Software wurde beendet, da ein Fehler aufgetreten ist. Warum ist das passiert? Ich werde euch das gleich demonstrieren. Es ist richtig krass. Super Mario Maker! So, ich öffne den Speicherbot und ich gehe nochmal in dieses Level rein. Aber diesmal gehe ich nicht in den Baumodus rein, sondern ich will das Level ganz normal spielen. Das ist die Voraussetzung, wenn ihr das Level, also wenn ihr den Glitch so sehen wollt, müsst ihr das im Speicherbot einmal abspeichern und wieder öffnen im normalen Spielmodus. So, und jetzt werden wir genau das gleiche nochmal machen. Demonstrativ, genau wie eben, ohne irgendwas zu verändern. Werde ich euch das gleich zeigen. Wir gehen rein. So, und ich drücke jetzt nur nach oben. Es passiert genau das gleiche. Die Tür ist zu. Ich werde wieder rausgeschickt. Ich gehe nochmal rein. Einfach radikal nochmal rein in die Tür. Diesmal stehe ich aber vor dem Mancha. Und? Wo bin ich jetzt? Hm? Ganz links auf einmal, aber in dem Boden drin, was nicht geht. Und wenn ihr dort, wenn der Boden nur ein breit ist letztendlich, könnt ihr da rausspringen ganz normal wieder. Und ich bin jetzt in der Welt, obwohl es total verbuggt ist. So, und was passiert jetzt? Auf den ersten Blick noch gar nichts. Aber ich werde mir jetzt mal das Clown-Card hier nehmen und werde mal hochfliegen. Ich habe oben nämlich was gebaut und ich werde euch gleich das Tutorial-mäßig nochmal genau zeigen, wie es funktioniert. So, hier sieht erstmal alles normal aus. Ihr seht schon, was passiert da oben? Was passiert da oben? Was passiert jetzt? Was passiert hier? Was ist das, liebe Leute? Oh mein Gott, Alter, was für ein Glitch. Das ist Mario Maker ist einfach total am Arsch. Geil. Ey, wie sieht das aus? Das ist doch ein geiler Glitch, oder nicht? Guck mal, ich kann jetzt hier mit Mario sowas zeichnen. Man weiß gar nicht mehr, wo oben und unten ist. Das ist auf jeden Fall ein richtig krasser visueller Glitch, der Mario Maker auf jeden Fall so irgendwie zerstört. Alter, ist das krass. Boah, meine Augen. Also wirklich, ihr müsst das mal machen. Ihr müsst es wirklich mal nachmachen. Boah, das sieht so geil aus. Boah, ich weiß, meine Augen, wirklich meine Augen. Okay, raus da. Ich gehe mal raus da. So, wenn wir da unten sind, dort ist wieder mehr oder weniger alles normal. Denn ich zeige euch jetzt mal, wie das Ganze funktioniert, wie ihr das Ganze nachbauen könnt, diesen visuellen Glitch. Ich würde das nicht hochladen. So, es ist auf jeden Fall, natürlich wird dies dann irgendwann früher oder später gesperrt von Nintendo. Aber wenn wir mal auf Level bearbeiten gehen, werde ich euch zeigen, wie das Ganze gebaut wurde. Erst müsst ihr eine Röhre machen zu einer vertikalen Sub-Area. Dort, wo Mario jetzt reingeht, es muss eine, also der Gegenpart von dem Rohr muss zu einem vertikalen Level, also eines, was hoch und runter geht, führen. So wie das hier. Da habe ich ja oben dann die ganzen Münzen platziert. So, und dann müsst ihr exakt das hier nachbauen. Also exakt so. Ihr habt hier eine doppelte, mit doppelter Geschwindigkeit, 6 Blöcke lang ein Laufband. Hier eine, die Tür letztendlich zu dem hier. Und ihr seht es ja nachgebaut. Hier oben nochmal ein Dreier, der auch doppelt so schnell ist, wo in der Mitte eine Feuerblume ist. Und dann da rein und dann vor diese Tür, beziehungsweise die Tür, wo das hinführt, muss irgendwas sein, was blockiert. Powerblock könnt ihr noch nehmen, genau. Oder halt Mancha. Und wichtig ist, dass die Feuerblume exakt in dem gleichen Frame euch berührt und ihr sie kriegt, wo ihr die Tür betretet. Letztendlich, sobald ihr diese Tür, durch diese Tür geht, müsst ihr nur, wie ich euch demonstriert habe, nur nach oben drücken, sodass ihr direkt in die Tür geht. Dann einfach gedrückt halten, wie eben sozusagen, dass ihr wieder hier spawnt und dann rausgehen könnt. Das war der Glitch und wirklich, dieser Glitch zerstört Mario Maker 2, weil erstmal stürzt es ab, es ist zerstört und zweitens, ihr seht, was passiert ist, was für ein visueller Glitch, man weiß gar nicht mehr, wo oben und unten ist und alles ist durcheinander. Deswegen, für so einen besonderen Glitch habe ich mir gedacht, mache ich eine eigene Glitch aus zu Mario Maker 2. Nächstes Mal gibt es wahrscheinlich wieder ein Troll-Level oder ich werde 3 von euren Leveln spielen. Stimmt einfach ab, auf was habt ihr Bock? Troll-Level oder 3 von euren Leveln, wo auch vielleicht Troll-Level unter sind. Ich bin damit raus, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut rein, ciao und tschüss, euer Theo.